Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Winkeltier. So langsam bekomme ich hier drin Platzangst. Es ist doch ein bisschen eng hier. Ich muss schauen, dass ich weiter ausbaue. Und ich überlege mir schon, ob ich die Lagerschränke nicht doch wieder wegmache und dafür doch die Paletten wieder herstelle. Später im Verlauf kommen ja dann noch diese Doppelpaletten. Die sind dann, glaube ich, so groß wie die, aber zweilagig. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, vielleicht wurde da auch was geändert, keine Ahnung. So, jedenfalls, wir öffnen den Laden. Rezession. Die wirtschaftlichen Aktivitäten nehmen ab, die Waren verlieren an Wert. Es wird eine Weile dauern, bis sich die Preise erholen. Jo, ist in Ordnung. Schauen wir mal, wie uns das beeinflusst. Wir haben jedenfalls ein paar Tränke hier auf Vorrat. Ja, greif ruhig zu. Ich will das Zeug weg haben. Und wenn weg, dann weg. Ja, wenigstens den Trank. Okay, nochmal eine Schmerzhalbe. Bestimmt die Schmerzhalbe habe ich ja wieder rausgeschmissen, ne? Die müsste ich auch noch ausstellen. Schauen wir mal. Komm, nimm was raus. Ich brauche ein bisschen Platz noch. Ja, danke. Du auch noch irgendwas? Jawohl, gut. Quatschen wir mal mit dem Händler. Halt. So, quatschen wir mal mit dem Händler. Gucken wir mal. Heiltränke, Schlafmittel. Blaubeeren. Blaubeeren ist gut, weil die kann ich ja, wie gesagt, nicht herstellen. Da können wir dann tatsächlich alle gleich nehmen. Das ist gut. 83% nur für eine Münze. Das ist cool. Kamille. Die dauert ja noch. Das heißt, ich nehme auch... Ne, ich habe 45 Kamille, ne? Nehmen wir noch 5 Stück. Dann haben wir 50. Lavendel nehmen wir mal jetzt noch 2 Stück. Äpfel brauchen wir nicht zum Mischen. Hier haben wir sonst nichts. Ne, das war es dann auch schon. Machen wir Schmerzsalbe. Ja, wir können eigentlich soweit alles... herstellen. Ich habe noch ein bisschen was im Petto. Also mehr wie 50 würde ich jetzt halt bei den Sachen auch nicht kaufen wollen. Das mal so als Maximum, würde ich sagen. Aber das ist doch ganz gut mit dem Preis. Ja, nimm den Spargel und werd glücklich. Da haben wir dann nämlich da auch nur noch einen drin. Man kann das im Übrigen auch ausstellen, wenn die euch zu viel machen, dann könnt ihr das im Menü ausstellen. So, Cornelius, Dankeschön. Oh, du willst einen Apfel, den kriegst du doch gerne. So, damit ist das zu, damit ist das geschafft. Schauen wir erst einmal hinter. Okay, wir müssen jetzt halt hier eh nur gießen. Das ist hier in Ordnung. Dann haben wir noch 8 Lagerplatz. Dann schauen wir mal, was wir nachbrauen müssen. Und ich habe das Geld auf jeden Fall für die Schulden, wenn wir dann aufmachen. Das ist ja auch schon mal wichtig, ne? Ich würde sagen, ich quetsche hier noch eine Palette mit rein. Mit 150, das geht schon. Das sind dann nochmal Lagerregale. Was habt denn ihr an Platz? Da passen noch keine 10 Artikel drauf. Ach so, da gibt es unterschiedliche, ne? Doppelt verziertes Lagerregal. Ja, aber wie viel Platz habt ihr? Schauen wir mal, wir können das hier wieder verkaufen. Wahrscheinlich nur 2 Platz, oder? Das hat gar keinen Platz. Das ist ja... Okay, naja, dann gleich wieder weg damit. Lager. Kein Platz. Für was gibt's die Dinger dann überhaupt? Das bringt mir ja dann nichts. Oder schaue ich jetzt schon wieder falsch? Nee, ne? Da müssten eigentlich doch 10 Artikel dann reinpassen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich bin schon wieder verwirrt. Ihr merkt schon, ne? Wir nehmen jetzt halt mal eine Palette. Eine Palette hier noch einfach mit hergestellt. Da
Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. 215 Platz haben wir dann. Wie schaut es hier aus? Spiegel, ne, brauchen wir nicht. Wir haben wieder einige neue Deko-Gegenstände. Oh, und wir hätten das da, ne? Der große Küchengarten. Das ist nicht schlecht, weil da kriegen wir ja dann 4 Samen rein. Das nehmen wir dann als nächstes. Jetzt halt natürlich nicht, weil wir müssen die Schulden dann noch zahlen. Und dann können wir die hier mal quasi entsorgen und machen uns dann die großen Beete hin. So, irgendwelche Tische noch oder so? Nö, ne? Brauchen wir nichts. Das Einzige, was mich eben noch interessieren würde, das wäre der Ausbau. Was kostet der Ausbau? 99? Ne, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Ich möchte meine Schulden zahlen. Schulden, ja, bitte. Zahl jetzt. So, müssen wir trankmäßig noch was machen? Wir können noch 2 Schmerzsalben machen. Na, ja doch, komm, wir machen noch 2 Schmerzsalben. Und hier können wir dann auch noch 2 Stück machen. Wir brauchen unbedingt Alraune, ne? Ne, da können wir sogar noch eine machen. Und das war's dann schon. Heiltränke vielleicht noch. Da haben wir nämlich nur noch 4 Stück. Man braut halt etwas langsamer, ne, unterm Tag. 9 und noch einen. Aber dafür bewegt sich auch alles andere langsamer. Es wäre jetzt mir zum Beispiel egal gewesen, ne? Wenn die Braugeschwindigkeit gleich bleibt, kann es auch im Hintergrund genauso schnell laufen. Du willst jetzt Blaubeeren, gerade das, was mir wichtig ist. So, aber wir kriegen auf jeden Fall an die 30 Artikel jetzt dann unter. Wunderbar, wunderbar. Nehmt ruhig raus. So, dann gebe ich dir mal noch die Schmerzhalbe. Schauen wir mal, was du hast. Kartoffelsamen braucht kein Mensch. Also ich zumindest nicht. Hustensaft, wir könnten uns einen Hustensaft kaufen. 24, aber was haben wir denn an Zutaten? Ich habe keine Alraune, also wäre das zum Beispiel eine ganz gute Möglichkeit, ne? Blaubeeren können wir nehmen, eine Münze. Eine Münze kommt, dann nehmen wir alle 14 Stück, die er hat. Kamille ist fertig dann. Eine Münze nehmen wir 10 Stück. Ansonsten haben wir jetzt dann da hinten wieder. Ja, dann kaufen wir Hustenmittel. Was wollen wir machen, ne? Für 13 Münzen. Ein paar können wir kaufen, ne? 208 haben wir. Da können wir sogar alle kaufen, die er hat. Also die da nicht, weil da ist die Spanne einfach ein wenig zu groß mit 9 Münzen. Heilmittel können wir machen. Wir haben noch 42, 30. Das Einzige, was wir nicht haben, das ist Alraune, ne? Naja, gut. Genau, du willst eine Schmerzhalbe, jawohl. Komm hier, alles Zeug am Tisch muss weg. So, jetzt haben die ja die Angestellten mit reingepackt, wo ich mir dann auch überlege, für was eigentlich? Die laufen dann für mich rum und füllen die Schränke auf. Ich denke, das ist wirklich erst im späteren Verlauf des Spiels gut, oder? Weil jetzt halt aktuell bringt mir das ja nichts, wenn ich die Schränke hier vor der Nase stehen habe. Okay, einmal zu. Wir gucken mal, vielleicht habe ich Glück. Nein, habe ich nicht. Zutaten. Oh ja, das ist gut. Alraune, das ist gut. Jetzt mal gucken. Wir haben Lavendel, wir haben das. Wir kaufen hier mal 20 Stück. Dann machen wir Folgendes. Ich möchte gerne nochmal einen so großen Schrank haben da. Aber der kostet halt, ne? Ist das Problem. Okay, dann lasst uns mal noch welche von den Tränken herstellen. Und zwar Schmerzsalben. Wir haben 6 Stück. Oder man nimmt die
Wie viel hast du denn davon? 13. Stufe 2 ist halt besser, aber... Ja komm, wir machen jetzt halt mal... So, dass wir 15 Stück haben. Weil wenn die jetzt gerade über den Shop günstig zu haben sind, die Alraunen, dann können wir da auf jeden Fall nochmal welche zukaufen. 14, 15. Dann machen wir die Schlaftränke so, dass wir 15 haben. Wie viel haben wir jetzt? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Husten haben wir schon 17 Stück. Das heißt, wir machen jetzt noch Heiltränke. Verbrauchen mal die erst. Okay, jetzt haben wir von jedem auf jeden Fall 15. Und jetzt würde ich sagen, kaufen wir noch Alraune zu. Alraune. 11 Stück haben wir. Komm, wir brauchen die. Wir kommen da nicht drum rum. Ich kaufe alles, was geht. Okay, wir haben kein Geld mehr. Dann kaufen wir eben das, was geht. Das passt dann. Seid ihr zum... Oh, ihr seid zum Ernten. Okay. Dann würde ich sagen, lasse ich euch mal. Also den Lavendel zumindest lassen wir mal. Ja. R. Dann haben wir genau 215. Wenn ich jetzt die alle ernte, dann bin ich überladen. Dann kann ich nicht laufen. Also ich kann schon laufen, aber komm, wir machen den Laden auf. Die Sachen, die laufen nicht weg. Das geht ja nicht kaputtes Zeug. Greif zu. Elfriede, komm, greif zu. Alles ist in Ordnung, was du nimmst. Jedes Stück zählt. Schauen wir mal, ob der Blaubeersamen hat. Okay, schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Nee, habe ich nicht. Schmerzmittel, Äpfel, Blaubeeren hat er aber. Da habe ich ja noch 35, da brauche ich jetzt keine kaufen. Nee, ich kann dich jetzt wieder wegschicken. Ich kann gerade aktuell nicht. Ich habe keinen Platz. Oh, halt. Ich muss dich ja abweisen. Ich möchte eigentlich jetzt halt den Fokus drauf legen, dass ich die Fläche noch ein bisschen ausbaue. Dass wir dann eben auch nochmal Paletten herstellen können. Eigentlich wäre es ja auch kein Problem, wenn ich einfach die großen, fetten Schränke da wieder weg tue. Du hast Ladenstufe 15 erreicht. Okay, dann zeig mal. Wir können jetzt halt hier Sachen noch freischalten. Hier können wir Sachen freischalten. Was machen wir denn als nächstes? Ich nutze es ja aktuell nicht, aber ich würde trotzdem sagen, ich mache jetzt einfach mal den Herd. Ja. Mach einfach mal. So. 300. 356. Komm, mach zu den Laden. Danke. Dann gehen wir mal aufs Baumenü. Wir machen hier die zwei Felder. Nimm mal die Wand hier weg, dass ich da laufen kann. Ja, bitte. So, und dann mache ich das nämlich so, dass ich die Schränke wieder vertick. Weil das nimmt mir viel zu viel Platz weg. Ich bin überlastet, ich weiß. Ich bin schwer belastet sogar. Das Raster ist da so weit hin, so weit vorne.
So, mal schauen, wie ich das hinbekomme. Kaufen. Nagelpaletten. Ne, das ist immer noch das Gleiche, aber das ist, nimmt mir weniger Platz weg und es schaut dann auch nicht so voll aus irgendwie. So, dann verkaufe ich dich. Dann verkaufe ich dich. So, dann quetsche ich euch mal dahin noch. Wenn das Lager dann später weg ist, dann ist es ja auch noch mal... Hallo? Bist du auch mal grün? Ach. So, zwei können wir noch kaufen. Drei können wir sogar noch kaufen. Okay, da bin ich zu nah an der Wand. Nein. Dahin. Na komm. Und nochmal eins. So, jetzt haben wir noch 31 Münzen. Wir haben aber auch 240 Platz. Und dann können wir... Nee, können wir nicht. Ich hätte nämlich jetzt noch gerne einen Schrank damit hingestellt. Oh, da bin ich leer mit Hemden. Dann tue ich jetzt die Suppen mal hier drauf. Damit die vielleicht noch wegbekommen. So, hier noch einen Trank nachfüllen. Und schauen wir mal, was wir kochen können. Wir machen jetzt erst einmal noch drei Heiltränke. Dann machen wir Schlaftrunk. Dann haben wir da 15. Dann machen wir noch eine Schmerzhalben viermal. So, dann haben wir von jedem Trank wieder um die 15. Außer dem hier, da haben wir 16 jetzt. Okay, und neu kam ja noch nichts dazu. Und wenn ich jetzt dann beim nächsten, kann ich dann den Schrank kaufen. Den stelle ich dann da einfach her, wo wir dann die Schmerzsalbe reintun. So. 189. Ne, ich lasse die Sachen da hinten mal. Halt, dich könnte ich zumindest noch gießen. Weil dann ist es nämlich zum Abend auch fertig. Es hat einen gewissen Schwierigkeitsgrad mit dem, wenn man sich spezialisiert. Ich könnte halt von allem einfach irgendwas kaufen und keine Ahnung, von jedem drum 10 oder so und dann alles verkaufen, aber das mit dem Spezialisieren, das ist dann schon nochmal ein bisschen komplizierter. Weil du hast halt nicht immer alles im Angebot, ne? Okay. Heranwachsender Verkäufer. Haben wir die Aufgabe erledigt. Okay, dann quatschen wir irgendwann mit dir. Hustensaft. Nee, davon kaufe ich nichts. Blaubeeren habe ich noch 35. Lavendel können wir pflücken. Brauche ich also nicht kaufen. Alraune wäre jetzt halt noch etwas, weil wie gesagt, das kann ich nicht anpflanzen. Da hat er auch nur 4. Dann nehmen wir die mal noch mit rein. Ja, das war's dann schon. Leute, greift zu. Ist der zweite Händler schon da? Schauen wir mal. Komm, Blaubeersamen. Yes, Blaubeersamen, wunderbar. Also, 8 Stück davon. Ups. 8 Stück davon. Dann können wir 2 Beete mit Blaubeersamen machen. Heiltrank, Hustenmittel. Oh, Käse kommt schon mit rein jetzt. Lavendel, Hammer, das werden wir jetzt dann ernten und alles andere ist überflüssig, also kaufen wir nur die Samen. Jawohl, immer her mit dem Geld. Da muss man halt auch mal gucken wegen dem Wert, ne, ob ich da nicht ein bisschen dann den Preis runterschraube oder so.
Okay, 151. Das heißt 193. Okay, dann können wir sogar noch mal einen Schrank kaufen. Das ist gut. Dann kaufen wir einen Schrank. Dann kriegen wir auch schon wieder was raus aus dem Lager, ne? Ich habe diese Schränke. Aber ich glaube, wirklich 6 Stück, das ist das Höchste, was geht. Also nehmen wir einfach den hier. So, dich setze ich jetzt einfach mal hier daneben. Dann packen wir hier die Schmerzsalbe rein. Gut, dann haben wir das alles. Dann schauen wir, dass wir wieder bei den Tränken jeweils auf 15 Stück kommen. Ja, wir haben nicht mehr so viel Kamille. Dann gehen wir erst einmal zum Farmen. Wunderbar. Also ich mache das dann später mit den Feldern, weil das muss jetzt nicht sein. So. Dann der Schlawendel. Wunderbar. So, dann fangen wir an mit den Beeten. Und die kann ich mir nicht kaufen, ne? Da brauche ich Geld. Was kostet einer? 100. Okay. Ja, aber Blaubeeren, die werden wir dann auf jeden Fall anpflanzen, dass wir die dann nicht nachkaufen müssen. Was haben wir im Lager? 237 Artikel. Okay, komm, mach uff. Schließ bitte das Menü. Entschuldigung. Dann machen wir halt erst das Menü zu. Ich habe wieder vergessen, die Preise anzupassen. Aber gut, hier wird sowieso nicht so viel nachgefragt. Und auch die Sachen, die jetzt neu dazu kamen, die werden nicht angefragt. Also ist das wurscht. Das verkauft sich schon im Laufe der Zeit. Da habe ich es nicht eilig. 2 hat er gleich genommen. Ja, wunderbar. Oh, Schuhe habe ich leider nicht. Sorry. Holz könnte ich noch haben. Okay, schauen wir mal, was er hat. Kamille, Lavendel brauchen wir nicht. Schlafmittel brauchen wir nicht. Kamille, ne, passt schon, auch wenn es nur eine Münze kostet, aber ich habe jetzt halt auch nicht so viel Platz. Ansonsten nichts weiter. Also kann ich ihn abweisen. Oh, schön, Eisenbarren. Kriegen wir den los? Ich meine, es gibt eine Zeit, wo Eisen extrem wichtig ist. Da kann man kurz vorher sogar nochmal, also zumindest war es bis jetzt immer so, kurz vorher Eisen einkaufen für nur eine einzige Münze und verkauft sie dann irgendwie für 30 oder so. Und gerade an so Verkaufstagen, die gibt es ja auch, wo dann wirklich wesentlich mehr Kunden reinkommen, da ist es immer ganz interessant dann. So. Weil da macht man einen richtig schönen Umsatz. So, 317. Wunderbar. Dann können wir die 2 Beete anlegen. Ja, 107 meiner Schulden in 2 Tagen. Das ist auch in Ordnung. Das heißt, da brauche ich mich jetzt nicht zurückhalten. Ja, genau. Die Pflanzkästen gibt es ja auch noch. Aber da weiß ich nicht. Da passt, glaube ich, nur eine einzige Pflanze rein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Schauen wir nach. Naja, da passt nur eine einzige Pflanze rein. Da geht es dann wirklich nur darum, wenn du das irgendwie Deko oder sowas mäßig machen willst. Okay, Moment. Einmal.
Okay, die muss ich hier so hin machen, aber das stört mich nicht. Man kommt von hier vorne auf jeden Fall an alle ran. So, rein damit. 3 Tage haben die. Also wir brauchen auf keinen Fall mehr. Brauchen auf keinen Fall mehr Blaubeeren jetzt kaufen. So, und die anderen Beete, die kommen dann immer hier schön nebeneinander und dann brauche ich nur von vorne hier durchgehen. Hat auch seinen Vorteil, ne? So, noch irgendwas nachfüllen? Nein. Dann schauen wir nochmal, dass wir brauen. Dass wir wieder so auf 15 Tränke kommen. Alraune habe ich. Das habe ich. Ja. Notfalls schmeiße ich wirklich die Sachen weg. Aber ich finde es dann immer wegen zu schade, wenn ich die Sachen wegschmeiße. Wie viel haben wir jetzt? 8, 9, 10. Ähm, 15. Dann die Schmerzsalbe. Kann ich das eigentlich hier auch gleich machen? Habe ich noch nicht drauf geschaut, ne? 6 Stück. Cool. Cool. Dann machen wir nochmal 5. So, können wir hiervon noch welche machen? Da bräuchten wir auch nochmal 5 Stück, ne? Jawohl, dann haben wir von jedem 15. Und dann haben wir es jetzt auch schöner im Überblick wegen dem Lager. Das ist doch gut. So, ich überlege gerade, ob ich da hinten nochmal einen Schrank hinstelle. Aber einen großen Schrank kann ich nicht machen. Dass ich diese Einzeldinger, die ich habe, wie jetzt zum Beispiel diese 3 Artischocken, 3 Äpfel, dass ich sowas ins Regal packe, dass ich das hier aus meinem Blick raus habe. Das wäre ganz gut. So. Ich würde sagen, wir machen noch einen Tag, bevor ich jetzt Schluss mache. Geht halt wieder ein bisschen länger der Part, das macht ja nichts. Alchemieausstellung. Alchemisten von nah und fern treffen sich, um über Entwicklungen zu diskutieren oder Erzeugnisse zu verkaufen. Nachfrage und Preis für Alchemieprodukte und Zutaten sind erhöht. Mehr Kunden kommen in den Laden. Na dann, immer her mit euch. Kumpels und Kumpelinen, kam da eigentlich irgendwas Neues dazu? Dass ich jetzt halt hier was verpasst habe. Oh, der Liebestrank kam mir dazu, ne? Der Liebestrank. Die Schocken, Spargel, Weizen, Blaubeer, Kamille, Lavendel. Ne, da kam aber nichts dazu. Aber der Liebestrank, kann ich den Liebestrank machen? Oh, ich brauche da Äpfel dafür. Haben wir ja die Äpfel gleich weg, das ist ja auch nicht schlecht. Aber da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, dass ich ja für den Liebestrank die Äpfel brauche. Ja, so ein bisschen süßlicher Geschmack. So. Greifen Sie zu. Das Zeug da auf dem Tisch muss auch weg, bevor es zu schimmeln anfängt. Oh, gut. Warte mal, Hufeisen war das. Dann tun wir jetzt die Nägel drauf. Hier kriegen wir nochmal was raus aus dem Lager. Dann schauen wir mal, was der liebe Händler hat. Kartoffeln, nö. Liebestrank, was hast du denn da? Für 9 Münzen. Aber wir gucken jetzt lieber mal, was die Äpfel kosten. 2 Münzen. Das ist doch nicht schlecht. Dann könnten wir doch hier mal alle Äpfel nehmen, die er hat. Kamille brauchen wir auf jeden Fall. Das ist noch am Wachsen. Hier kostet es nur 1 Münze. Also nehmen wir einfach mal die Kamille raus, die hier ist. Ich bin mal gespannt, ob ich das irgendwann reinkriege, wie viel ich von was am besten brauche und auf Lager halten kann. Die Alraune würde ich sagen, nehmen wir natürlich da auch die günstigste. 10 Hammer. Bis 50 habe ich ja gesagt, aber ich kriege nicht mehr ins Lager. Also taucht mir das. Wunderbar. Vielleicht kauft dir noch jemand Liebestrank. Oh, nochmal ein Händler. Warte mal ganz kurz. Ich möchte noch ein paar Sachen rauskriegen aus dem Lager, weil ansonsten bringt mir das nicht viel.
Gut. Dann schauen wir mal, was er hat. Äpfel, da ist gut, dass ich es gekauft habe. Jetzt kosten sie 4, ne? Blaubeeren habe ich angepflanzt, kaufe ich keine, auch wenn die nur eine Münze kosten. Lavendel habe ich noch, wenn dann wäre Alraune gut. Also von daher darfst du des Weges ziehen. Und? Mach zu, danke. Einige Gegenstände sind zu teuer. Unzufriedener Kunde. Ja, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen, ne? So. Und wenn es hinhaut, würde ich dann beim nächsten Mal die Felder quasi leer machen. Wird ein bisschen knapp mit dem Platz, aber es geht schon. Die Felder leer machen und dann eben hier neue Felder ansetzen. Genau, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Abo nicht vergessen, dass ihr keine Uploads mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.